Einen wunderschönen guten Morgen hier in der Infanterieschule Hammelburg. Mein Name ist Florian Freund. Ich bin der Teamleiter für das Team GDK Boxer. Hier sehen wir einmal das Fahrmodul Grundgestell vom Fahrzeug. Wir haben hier eine Module Bauweise. Einmal links zu sehen den GDFZ, also den Gruppentransportfahrzeug. Und rechts zu sehen einmal das SAN-Fahrzeug. Wir können auch noch auf dieses Fahrmodul das Führungsfahrzeug draufbauen. Somit können wir auf ein Fahrmodul drei verschiedene Module verbauen. Bei diesem Fahrzeug haben wir jeweils 8 Anschlagepunkte. 2 sind oberhalb der vierten Achse, links und rechts. Einmal hier sind es 2. Auf der anderen Seite das gleiche. Und einmal vorne zwischen der zweiten Achse rechts und zweiter Achse links haben wir auch nochmal 2 Anschlagepunkte, wo das Modul befestigt wird. Jetzt sind wir hier einmal oben auf der Wanne. Hier sehen wir von oben noch einmal die Anschlagspunkte, wo das Modul drauf sitzt. Hier ist die Besonderheit, dass immer eine kupferadrige Paste auf den Anschlägen drauf sind, damit das der EMV-Schutz zwischen Wanne und Missionsmodul hergestellt ist. Dieses Fahrzeug dürfen wir ohne Missionsmodul nicht bewegen, aufgrund, dass das Fahrzeug sonst zu stark verwinden kann. Das heißt, wir dürfen das Fahrzeug nur in Instandsetzungsbereichen nur mit dem aufgesetzten Modul bewegen. Egal, ob es ein SAN-Modul ist, GDFZ-Modul oder Führungsmodul. Der Dichtungsgummi ist wichtig für den ABC-Schutz. Der wird zum Abbauen des Moduls einmal komplett gelöst, um das Modul komplett abzubauen. Und wenn man das wieder hinbaut, muss der Dichtungsgummi wieder festgeschraubt werden. Bei uns in der Fachspezifischen nennen wir das Spinne. Das wird einmal am Dichtungsgummi eingehängt, damit wir den Dichtungsgummi zwischen Fahrmodul und Missionsmodul nicht beschädigen beim Setzen bzw. Ziehen vom Modul. Wir haben hier einen Kabelsatz liegen. Dieser Kabelsatz ist einmal die Verbindung zum Fahrmodul und zum Missionsmodul. Den müssen wir am Missionsmodul abbauen. Das Gute an dem Kabelsatz ist, es ist so wie bei jedem anderen Bundeswehrfahrzeug. Wir haben hier Schnellverbindungen, die sind innerhalb von ein paar Minuten gelöst und reingelegt. Als Geräte werden benötigt, eventuell ein Kran von der Bundeswehr, wenn man es draußen im Gefechtsfeld macht. Bei uns in der Instandsetzung reicht ein ganz normaler Deckenkran. Darauf ist zu achten, was er heben darf, der Deckenkran. Als nächstes Werkzeug ist zu beachten, dass man einen Vierstrang hat, eine Endlosschlaufe. Haben wir bei der Hill. Bei der Bundeswehr, die haben da ein spezielles Metallgestell. Wir haben es uns vereinfacht mit Vierstrang, damit wir schnell das Modul abheben. Sonst benötigen wir eigentlich kein großes Werkzeug mehr zum Abheben des Moduls. Wenn wir die 8 Schrauben lösen, nehmen wir eine
36er Nuss mit einem langen Knebel und mit langer Verlängerung, um die Schrauben am Modul zu lösen. Weil die werden, wenn wir das Modul draufbauen, mit 850 Newton festgezogen. Also da hängt ein bisschen Gewalt dran. Hinten am Einstieg am Missionsmodul ist eine Wasserverbindung. Wenn man es alleine macht, braucht man so circa 1,5 Stunden fürs Abbauen des Moduls. Wenn man das im Team macht, zu zweit oder zu dritt, und wenn man sich aufteilt, einer macht innen, einer macht außen, einer macht oben, hat man das auch das Modul in 1/2 Stunde abgebaut. Wenn man das draußen im Gefechtsfeld macht, braucht man noch einen Kran dafür, dann kann es auch ein wenig länger dauern. Die A2er Fahrzeuge haben eine Spaltabdeckung zwischen Fahrmodul und Missionsmodul. Auf dem Missionsmodul sind 4 Anhebepunkte, die sind mit Maschinenstopfen verschlossen, damit kein Dreck oder kein Wasser reinkommt. Und wenn man die gelöst hat, kann man den 4-Strang an dem Modul platzieren und mit dem Kran ansetzen, damit das Modul fertig ist zum Heben. Bevor man das Modul abhebt, ist darauf zu achten, dass die Waffenanlage in der richtigen Position steht, damit wir keine Folgeschäden mit dem 4-Strang haben. Wenn wir das aber abgehoben haben, müssen wir das ja irgendwo wieder draufstellen, dass wir das Modul von A nach B fahren können. Wenn wir gerade den Kranplatz wieder für eine andere Arbeit benötigen, nehmen wir das Modul, setzen wir das auf den Wagen drauf, parken das Modul auf einen anderen Platz, wo kein Kran benötigt wird. Oder wir haben dann noch Ständerfüße, 4 Stück, wo wir das Modul, wo die Hebepunkte dran sind, dann fixieren können auf dem Boden. Wir wollen zum Beispiel statt ein Führungsmodul ein Zahnmodul drauf haben. Setzen wir das Führungsmodul ab,
setzen das SAN-Modul drauf, spielen eine andere Software drauf, damit das Fahrzeug weiß, okay, ich habe jetzt oben Blinklichter drauf und ein Martinshorn mit verbaut, dass der Fahrer aufgrund zwei Tastenkombinationen diese Eigenschaften einschalten kann. Weil das Fahrmodul ist von der Bauart gleich wie jedes andere, nur die Modularten sind anders. Wir haben einen Datenbus verbaut, CAN-Bus, wo einfach jeden Fehler alles mitschneidet. Das Fahrzeug hat auch ein Logbuch, einmal im Missionsmodul, einmal im Fahrmodul. Somit wird alles abgespeichert wie im Flugzeug, was der Kommandant bzw. die Besatzung macht oder auch der Fahrer.